Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich habe gerade eben ein Danke-Video für den Stefan abgedreht. Und dann habe ich gesehen, dass der Christoph ein neues Video gedreht hatte. 2000 Abo-Giveaway. Ich hatte eben ein bisschen Schwierigkeiten, mein Video zu Ende zu bringen für den Stefan. Nun gut, sei es drum. Also der Christoph hat seine 2000 Abos ja, erreicht. Herzlichen Glückwunsch, Christoph. Mich wundert es nicht, dass du die erreicht hast, aber mich wundert es, dass du nicht noch viel mehr hast, weil ich kenne, glaube ich, kaum einen, ja, einen YouTuber unter uns Deutschen, der mehr Ahnung hat von Stahl, von Messern, von... Ach, weiß der Teufel, was alles, was mit, damit zu tun hat, mit unserem Hobby. Nun gut, sei es drum. Aber jetzt hast du die 2000 erreicht und ich freue mich für dich. Und bin mir sicher, die nächsten 2000 kommen. Die 2000 drauf und die 2000 drauf. Ja, so, und du hattest uns... das Thema frei wählen lassen und deshalb wird es eine Doppel-VA, nämlich einmal an dich für diese für dieses Giveaway und zum anderen für den Stefan 123321, nämlich hätte neulich ein Video gedreht über die Großzügigkeit in der Szene. Und ich hatte, als ich das Video gesehen habe, dachte ich, ja klar, das Video war schon längst fällig. Nicht vom Stefan, sondern von jedem anderen, der ja, mit der Messerszene, mit der Bushcraft-Szene, Survival, Prepping, Tralala, ja, verbandelt ist. Und deshalb wähle ich halt das Thema Großzügigkeit in der Szene. Der Stefan hatte mir... Jetzt klappt es mir ein. Hatte mir ein Tomo von Victorinox geschenkt und schrieb, ja, er hofft, dass ich was damit anfangen kann. Und ja, das kann ich. So ein Geschenk, das ist ja, schwer zu erklären. Also, wenn man so ein Messerfreak ist, so ein Gearhead, so ein Gearfreak ist, sind solche Geschenke wie. Ja, da kann man Geburtstag haben, aber das hier ist der Knaller. Denke ich an das Messer, was du mir gemacht hast. Das Mustache. Das ja basiert auf dem Pathfinder Scout und dass du nach meinen Wünschen nicht verändert, sondern verbessert hast. Das hat sich jetzt neulich noch bewiesen. Ich muss darüber ein Video drehen. Dann wirst du es sehen. Ist das ein Upgrade zu dem? Und du hast es vollkommen gratis gemacht. Ich habe noch nicht mal für die Scheide irgendwie eine typische Bushcraft-Scheide. Ich habe mal aus Spaß das Scout da reingesteckt. Da ist eine Menge Arbeit hinter. Die Scheide ist geil. Der Griff ist erste Sahne. Der Stahl super. Super. Nee, mega. Die Verarbeitung ist als Custom-Messer, ich würde es mal schätzen, auf 400 Euro. Na, aber schon tief gestapelt. Kommen wir zu anderen Sachen, die ich schon im Danke-Video an den Stefan geschrieben oder gesagt, geschrieben, ja klar, gesagt hatte. Solche Messer wie das Manly mit D2 in Grün. Geschenk vom Autor Heinz. Da bleibt mir die Spucke weg. Das ist diese Großzügigkeit in der Szene, das ist ja, wie soll ich sagen, bewegend. Okay.
Gewinne wie das Gershow Cryo. Es gibt so, oder meine Frau, die hat mir vor 2 Jahren zu Weihnachten das hier geschenkt. Das ist das helle Temagami oder heller Temagami eigentlich. Obwohl sie es damals nicht hätte leisten können oder dürfen. Die hat mir das einfach geschenkt, weil sie wusste, dass ich ein echter Freak bin, was Messer angeht. Ich habe es dann auch ein bisschen geändert. Hier unten den Guard abgeschnitten. Ein bisschen haben mit Bunsenbrenner gearbeitet. Sag mal, solche Sachen sind, wenn man weiß, dass die von Herzen kommen und nicht nur irgendwie so als Geschenk unter ferner Liefen kommen. Das ist Balsam auf der Seele. Also ich habe beruflich mit so vielen Arschlöchern und Arschgeigen zu tun, dass ich den ganzen Tag, ich könnte gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Und dann komme ich nach Hause und dann finde ich solche Sachen voll, solche Sachen. Vom Stefan. Das Tromo. Mit dem Lanyard. Ich habe in den letzten Jahren so viel geschenkt bekommen. Ich glaube, in den letzten 2 Jahren, da ging das los. So viel geschenkt bekommen. Und ich war jedes Mal wirklich total erstaunt. Und dann haben die, die mir das geschenkt haben, geschrieben oder gesagt, ja, danke für die Videos und das ist als Dankeschön dafür, dass du dir immer die Mühe machst, muss ich zu sagen, Videos zu machen, ist für mich keine Mühe, das ist für mich eine Freude. Also ich bin echt gerne ein Teil dieser Community. Wirklich, sei es Messer, Gear, Bushcraft Survival, Prepping, weiß der Geier was. Und für mich ist das dann wirklich sehr, sehr bewegend, wenn ich mal solche Sachen bekomme. Oder hier das Messer vom Andy Haas, das Ed Mahoney Outback Hunter. Dinge, die mich wirklich bewegen. Menschen, die ich kennenlernen durfte über diesen Kanal, durch die Community, sei es die Gruppe, in der ich nicht mehr drin bin, die Messerfreunde, die Bushcraft-Freunde. Deshalb habe ich ja damals auch die Bushcraft- und Messerfreunde gegründet, weil das die bessere Gruppe ist. bessere Gruppe wird auf jeden Fall. Leute wie Andreas Menzel und ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der die schönen Kydex-Scheiden macht für den Pixie. Es ist für mich absolut unbegreiflich, mit Menschen zu tun zu haben, die man eigentlich nicht wirklich persönlich kennt. Außer Andi Haas vielleicht. Stefan kenne ich nicht. Dich kenne ich persönlich auch noch nicht. Das wird sich hoffentlich noch irgendwann mal ergeben. Und auch den Outdoor Heinz zum Beispiel oder den Knife is Knife. Leute wie Malcolm, John J. Rambo, 111111. Weil die ganze Szene, du und all die anderen, mit denen ich zu tun habe, ob die mir jetzt was geschenkt haben oder nicht, das ist eine Bereicherung für mein Leben. Und dafür liebe ich es, Videos zu drehen, um Ausrüstung zu zeigen, Messer zu zeigen, mit euch in Kontakt zu sein und zu bleiben. Und ja, das macht das Leben nicht nur lebenswerter, das steigert auch die Lebensqualität. Und ich bin all denen sehr dankbar, die meine Videos gucken, die runter oder rauf bewerten. Ich will ja immer meine Daumen runter haben. Da stehe ich drauf. Und ja, wenn ich jetzt einen Gedanken noch nicht zu Ende gedacht habe,
oder ausgesprochen habe, tut es mir leid. Ich bin halt im Augenblick auch ein bisschen berührt, weil ich hier so ein Multitool, das hatte ich in dem Video an den Stefan gezeigt. Und ich will die Antwort darauf, falls da Antworten drauf sind, Fragen drauf sind, nicht schuldig bleiben. Der Lars, so hieß der. Lars war ein Fahrer, LKW-Fahrer, der für die gleiche große Firma, für die wir zusammen in verschiedenen Speditionen fuhren, weil Lars ist ja tot, mir ein paar Tage vor seinem Ableben geschenkt hat. Mit den Worten: Ich weiß, dass du das besser brauchen kannst als ich. Dazu gehört auch noch so eine kleine Lederscheide oder Ledertasche, Gürteltasche. Nee, andersrum. Ja. Solche Sachen, die mich ja auch berühren und wie gesagt, er hat mir das kurz vor seinem Ableben geschenkt, weil er halt wusste, dass ich so ein Irrer bin, der auf Messer und Gear und Ausrüstung und Multitools und so weiter steht. Er war auch irgendwo ein Gearhead, Gearfreak. Ich muss mal ganz kurz was über ihn erzählen. Der war ein paar Jahre jünger als ich. Der wäre jetzt 40 geworden und ist mit dem Auto verunglückt. Ja, hatte. Ich kenn seine Freundin oder ja, hätte jetzt was gesagt, Witwe in spe. Er hat auch den Mikey, unseren Hund, den wir jetzt übernommen haben, seit einem halben Jahr. Mehr als einem halben Jahr, glaube ich. Ich glaube, der hat gewusst, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Deshalb hat er so ein paar Sachen weggegeben. Und seine Freundin, die Heike, die hat ja, uns den Mikey ja, vermacht. Ja, weil die wusste, dass. Wir haben kurz bevor Lars gestorben ist, hat er sich ein Haus angeguckt und wollte damit mit Heike und Mikey einziehen, weil da ist ein kleines Grundstück dran. Das ist das Haus, wo Frau Bremen drin wohnt mit ihren zwei Kindern. Das sind ja nicht meine Kinder, aber ich behandle die so, als wenn sie meine wären. Weil sie wusste, dass der Mikey bei uns gut aufgehoben ist. Und das ist er auch. Der hat sich ja mit den zwei Katzen sofort gut vertragen. Die schlafen zu dritt, sag mal, in einem Bett oder in Mikeys, ja, wie sagt man? Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wo schlafen Hunde drin? Verdammt. Körbchen, genau. Und Mikey ist so ein dankbarer Hund. Und ich denke mal, dass irgendwie ein bisschen was von ihm auch, also von Lars, in Mikey drin steckt. Und ist so ein toller, wunderbarer, dankbarer Hund. Und ich bin auch so ein dankbarer Hund. Deshalb drehe ich das Video über dieses Thema. Wird mir schon wieder das Herz schwer. Bisschen zusammenreißen, Herr Brehm. Nun gut, komme ich wieder zu dir zurück. Du bist halt Teil dieser Community und dank dieser Community auch ein Teil von mir. Und vielen Dank, dass es dich gibt und mach weiter deine Videos. Also dann. Allen anderen weiteren Teilnehmern wünsche ich viel Glück. Der Preis ist heiß. Christoph, bleib weiter so, wie du bist. Anstiger Bursche. Wir lernen uns auch persönlich kennen. Also dann. Tschüss, macht gut, schwenkt gut.